Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum einzigen Punkt der Tagesordnung, Aussprache über die Erklärung der Bundesregierung. Als erster erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Schumacher das Wort. Meine Damen und Herren, die Erklärung der Bundesregierung sollte nicht als ein isoliertes betrachtet werden. Sie gehört zusammen mit der Politik der Parteien, die heute die Bundesregierung bilden, mit den Parolen des Wahlkampfs, mit den Deklarationen nach dem Wahlergebnis, mit den Methoden der Kabinettsbildung und mit der Zusammensetzung des Kabinetts. Wenn man den Kardinalsatz, dass die Bundesregierung die soziale Gerechtigkeit zum obersten Prinzip ihrer Handlungsweise nehmen wolle, voll akzeptieren wollte als das Programm der Regierung, dann müsste man sagen, mit diesem Programm hätte der Herr Bundeskanzler am 14. August einen rauschenden Wahlsieg über die Politik seines Wirtschaftsministers und seines Vizekanzlers davongetragen. Aber, meine Damen und Herren, Sozialpolitik kostet etwas. Und der deutsche Besitz, der ja in seiner überwiegenden Mehrzahl hinter der neuen Bundesregierung steht, hat diese Regierung bestimmt nicht etabliert, um besonders große Aufwendungen für das Volk zu machen. Die Bundesregierung ist jetzt hervorgetreten mit einem Programm, das eine Reihe sozialpolitischer, allerdings nicht genau akzentuierte Versprechungen enthält. Am deutlichsten ist sie eigentlich geworden bei dem Versprechen der Steuersenkung. Nun gebe ich ohne weiteres zu, und es ist auch unsere Meinung, dass die Struktur des deutschen Steuerwesens stark umgebaut werden sollte. Dass sie nach Ertrag und Rationalität nicht das ist, was unser Staatswesen nötig hat. Aber wenn wir als Hauptpunkt die Steuersenkung als Grundlage der wirtschaftlichen Erholung betrachten wollten, nun, dann kommt die Steuersenkung in eine Konkurrenz mit den sozialen Leistungen auf der einen und den Besatzungskosten auf der anderen Seite. Und die sozialen Leistungen und Steuersenkungen zusammen dürften sich kaum verwirklichen lassen. Und in Erkenntnis dieser Tatsache hat der Herr Bundeskanzler bereits die sozialen Leistungen abhängig gemacht von einer Reihe von Bedingungen, von denen nicht anzunehmen ist, dass sie schon in nächster Zeit realisiert werden, nämlich von einer Wirtschaftsblüte, von einer Belebung der Wirtschaft mit entsprechenden Steuererträgnissen und ähnlichem mehr. Und so kommen wir wohl zu dem Resümee, dass die Steuersenkungen als nahe Wahrscheinlichkeit vor uns stehen, die sozialen Leistungen aber auf den Weg der Vertröstung kommen müssen. Wieso? Haben Sie so viel Zeit? Eine gewisse Überraschung hat vielleicht der idyllische Ton der gestrigen Regierungserklärung hervorgerufen.
auf den Ton abgestimmt, es ist alles nicht so schlimm, können wir nur antworten, es sieht so aus, als ob alles sehr viel schlimmer ist, als die Regierungserklärung angedeutet hat. Schließlich ist doch der tatsächliche Kern, der Punkt, bei dem ein eindeutiges Bekenntnis der Bundesregierung vorliegt, die Erklärung, dass man am bisherigen Kurs der Frankfurter Wirtschaftspolitik festhalten wolle. Und in Verbindung damit sind einige andere sehr reale Dinge angedeutet worden, als da sind die Ankündigung der Aufhebung der Zwangswirtschaft auch für die Güter, bei denen heute noch fixierte Preise vorliegen. Und ähnliche Bemerkungen sind bei der Betrachtung über Wohnungswirtschaft und über Mietpreisgestaltung vorgenommen worden. Und die Bundesregierung, die Erklärung der Bundesregierung ist nicht nur interessant durch das, was in ihr enthalten ist, sondern fast noch interessanter durch das, was sie nicht genannt hat. Wir können uns ein demokratisches Staatswesen nicht vorstellen, bei dem die Arbeiter eine so geringe Rolle spielen, dass die Regierungserklärung das Wort Arbeiter nicht einmal erwähnt hat. Und wir können uns ein Funktionieren des sozialen Organismus auch nicht recht vorstellen, bei dem die Gewerkschaften unerwähnt bleiben. Es scheint mir eine schwere Undankbarkeit, dieser Organisation zu sein, wenn man nicht anerkennt, dass ohne diese Gewerkschaften die Situation des deutschen Volkes nach innen und außen eine sehr viel schlechtere sein würde. Und wir haben auch vermisst, bei aller Anerkennung der liebenswürdigen Ausflüge in das Gebiet der Nöte der unverheirateten Frauen, eine grundsätzliche Betonung, ein grundsätzliches Anerkenntnis der Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz, wie das Bonner Grundgesetz es gebracht hat. Aus dieser These nämlich resultiert für die Regierung eine große Menge von Aufgaben, und wir hätten gern gewusst, wie die Verwirklichung dieser Aufgaben sich in den Augen der Regierung darstellt. Nun, wir sind die Opposition, und was Opposition ist, darüber hat sich eine unglaublich naive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit erhoben. Die Wertung der Opposition und der Regierung, die vorbehaltlose Überwertung der Regierungsfunktion und die ebenso vorbehaltslose Unterwertung der Oppositionsfunktion stammt aus dem Obrigkeitsstaat. Und die Begriffe des Obrigkeitsstaats scheinen noch in vielen Köpfen, auch in diesem Hause, sehr lebendig zu sein. Eine Opposition ist in ihren Qualitäten nicht dann staatserhaltend, wenn sie eine wohlwollende Beurteilung durch Bundesregierung oder durch ihre Parteien findet. Wir haben eine in Sachen der Besitzverteidigung sehr unsentimentale Regierung. Und es wird die Aufgabe der Opposition sein, bei der Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung ebenso unsentimental zu sein. Der Egoismus liebt es, an die Gemeinschaftsgefühle zu appellieren. Die Regierung und die Opposition werden ihrer Qualität durch ihre Leistungen bestimmt. Aber, werte Abgeordnete, der Grundsatz gilt für die Opposition
dass die Bundesregierung sich die Mehrheiten für ihre Gesetze aus den Reihen der Regierungsparteien zu schaffen hat. Man kann also Opposition nicht Regierungspartei. Verzeihung, Sie hatten die Bemerkung gemacht, grundsätzlich gegen alles. Ich glaube, darauf antworten zu müssen, ich bin nicht in der Lage, in drei Sätzen alles zu sagen, was ich zu sagen habe. Man kann, nun, der Kanzler hat 82 Minuten gesprochen. Das ist etwas länger als drei Sätze. Man kann also als Opposition nicht die Ersatzpartei für die Regierung sein und die Verantwortung für etwas übernehmen, wofür die Verantwortung zu übernehmen sich manche Regierungsparteien gegebenenfalls scheuen werden. Die Opposition ist ein Bestandteil des Staatslebens und nicht eine zweitrangige Hilfestellung für die Regierung. Die Opposition ist die Begrenzung der Regierungsmacht und die Verhütung ihrer totalen Herrschaft. Ihre Eindeutigkeit zwingt alle Parteien, die der Opposition wie der Regierung, ihr innerstes Wesen an ihren Taten zu offenbaren. Es wäre nämlich ein Fehler, weiter den Zustand zu belassen, der Wesensunechtheit in der Propaganda der politischen Parteien. Tatsachen müssen sprechen, aber ebenso richtig ist, dass die Opposition sich nicht erschöpfen kann in der bloßen Verneinung der Regierungsvorschläge. Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen. Aus dem Wesen und der Zusammensetzung dieser Regierung besteht die große Gefahr, dass dieser neue Staat ein autoritärer Besitzverteidigungsstaat werden kann. Man hat doch in der Zusammensetzung der Regierung und in den gestern vorgetragenen Tendenzen gesehen, dass die erste Periode von Weimar, wenn Vergleiche erlaubt sind, glatt übersprungen worden sind und wir bereits in einer zweiten Periode der absoluten Restauration mit stark vorweimarischen Zügen sind. Das bringt die Gefahr der Entfremdung der arbeitenden Menschen vom Staat. Und das ist eine Gefahr, die wir als Opposition bekämpfen wollen. Wir können den heutigen politischen Machtzustand sich nicht stabilisieren lassen. Es ist die Aufgabe der Opposition, die Dinge im Fluss im Sinne einer Entwicklungsmöglichkeit zum Demokratischen und Sozialen zu halten. Und manches, was gestern gesprochen worden ist, das hat so den Ton einer Schau nach rückwärts gehabt. Ich möchte eindeutig sagen, dass auch der wohlwollendste Ton der Ermahnung der Jugend und die allmählich etwas abgestandene Bemerkung, dass die Jugend die Zukunft bedeute, der Jugend sehr wenig sagt. Die Jugend wünscht realen Boden, wünscht positive Lebensaussichten durch eine soziale Politik. Und die Jugend wünscht, gleichberechtigt behandelt zu werden. Auf alles kann die Jugend verzichten, sogar auf Predigten und Ermahnungen. Nicht verzichten kann sie auf das Gefühl, als gleichwertiger Faktor im Staats- und Volksleben geachtet zu werden.